Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ich habe es ja angekündigt. Wir waren 48 Stunden oder 2,5 Tage, vielmehr waren es dann doch in Hamburg. Endlich mal wieder raus, endlich mal wieder in die schöne Stadt. Meine Lieblingsstadt, wisst ihr ja. Und wir hatten tierisches Glück mit dem Wetter. Von daher, kleiner Fotowalk heute durch Hamburg. Ich nehme euch mit. Wir haben ein bisschen gefilmt, wir haben viel fotografiert. Ich habe ein interessantes Objektiv ausprobiert. Also von daher. Genießt es, lehnt euch zurück, holt euch ein Getränk, dranbleiben. Hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, willkommen im Frühling 2022. Ein Frühling, der ja so ein bisschen Normalität verspricht. Und das haben wir durchaus auch in Hamburg gemerkt. Auch wenn die Regeln da ja durchaus noch ein bisschen strenger sind als hier vor Ort, haben wir die Tage genossen, haben uns eingebucht sozusagen von Freitag bis Sonntag früh. Haben natürlich nicht bedacht, dass an dem Wochenende auch noch Hamburg-Marathon ist und die Hotels wirklich schweineteuer waren. Aber es war mir völlig egal. Hauptsache mal raus und ja, wir hatten Wahnsinnsglück im Wetter. Wir sind in der Hafen City direkt in ein sehr schönes Hotel gekommen. Pier 3 heißt das Ganze. Gegenüber vom Ameron, das ist das Hotel, wo ich das letzte Mal war, wo ich mehrere Tage da war. Genau gegenüber, neben dem Avalon, neben dem Kino, ist das Hotel Pier 3. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Sehr cooler Laden und liegt natürlich strategisch sehr gut, um dahin zu kommen und auch wieder gut wegzukommen. Ja, und Kamera war natürlich dabei. Meine M10R mit dem 35 mm King of Bokeh, meinem Standardobjektiv. Und sind wir halt losgezogen. Von daher, ja, vielleicht mal so ein paar erste Impressionen vom ersten Tag und Film ab. Ja, am ersten Tag hatten wir noch ein bisschen was in der City zu erledigen und sind, also ist ja alles fußläufig super zu erreichen, von der Hafen City in die Innenstadt gegangen. Und eigentlich wollte ich ja nicht, aber wie es so ist, bin ich doch mal bei Meisterkamera reingeschneit. Und schöne Grüße an den Ralf. Und
Ja, haben dann nett geschnackt und ein bisschen über Objektive geschnackt. Und dann sagte der Ralf, ich habe ja was Schönes, kannst du ja mal ausprobieren. Etwas, was ich ehrlicherweise überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, nämlich ein 75er. Ein 75er 2.5. Und das habe ich mir dann gleich mal gekrallt und damit halt auch ordentlich fotografiert und war sehr, sehr überrascht, was für ein cooles Objektiv das ist, was für tolle Perspektiven man damit reinbekommt. Und könnt ihr ja mal sagen, 75er, habt ihr das, kennt ihr das? Ist das eine Option? Ich war also somit dann die Tage mit 35 und 75 unterwegs. Abends waren wir schön essen im Überquell auf St. Pauli. War auch ja, sehr, sehr cooler Laden, direkt Hafenstraße. Kann man gut essen und haben dann am ersten Tag Olli Jockers noch getroffen auf ein Bier in der Hafenamtskantine. War auch sehr, sehr schön und haben ein bisschen geschnackt. Er hatte leider nicht viel Zeit, aber wir haben so 1,5 Stunden da gesessen und in der Sonne ein schönes Bier zu uns genommen. Also, das hat auch wieder sehr viel Freude gemacht. Abends waren wir dann essen. Und am nächsten Tag haben wir dann Sven und Nicole getroffen. Sven, iPhoto Click. Ne? Und von daher war das Wochenende gerettet. Und mit denen haben wir dann den Tag verbracht. Und Sven und ich sind noch ein bisschen umhergelaufen, haben ein bisschen fotografiert, aber in erster Linie ja viel gequatscht. Und was wir so beide vorhaben und was jeder Einzelne so macht und Tipps ausgetauscht. Immer wieder schön austauschen, miteinander arbeiten, nicht gegeneinander. Von daher. Auch hier noch mal ein paar Impressionen davon. Ja, habe da ein paar bewegte Bilder, wirklich geiles Wetter. Ich finde immer wieder, ich glaube, ich meine, also wenn ich jetzt nach Hamburg gehen würde, fest, würde der Rest meines Lebens nicht ausreichen, alles zu entdecken. Und man entdeckt halt auch immer wieder neue Ecken. Und gerade für meine Art der Fotografie ist diese Stadt einfach prädestiniert, stelle ich immer wieder fest. Macht unheimlich Spaß. Von daher war es ein schöner, schöner, leider sehr kurzer. Ich hätte gerne noch 1, 2 Tage dran gehängt, aber ging nicht. Kurzer Trip mal wieder raus, Normalität. Viel draußen gewesen, jeden Abend draußen gegessen. Zweiten Abend im Portugieser Viertel gegessen und
super lecker und auch noch ein paar Getränke draußen genommen. Man hat ja die richtigen Klamotten hier im Norden. Was soll's, Hauptsache es regnet nicht, aber wir hatten wirklich tolles Wetter. Ich bin sehr zufrieden mit den Fotos, die rausgekommen sind. Ein bisschen was habe ich euch ja schon eingeblendet. Und hinten dran nochmal eine kleine Auswahl. Ansonsten findet ihr die Bilder ja gerne auch auf meiner Homepage, auf Instagram und den anderen Kanälen, die so eingeblendet sind. Objektiv klasse. Nochmal danke an Meisterkamera und Ralf. Hat Spaß gemacht. Und Hamburg wird mich in Kürze bald schon wiedersehen, auch mehrfach. Dazu dann aber bald hier mehr. Also ich kann jedem nur sagen, wenn ihr Tipps braucht für Hamburg, wenn ihr Hotelempfehlungen braucht, ich glaube, es gibt, glaube ich, kein Hotel im Bereich des Hafens, wo ich nicht mittlerweile drin war. Also ich kann sicherlich da dem einen oder anderen helfen. Und ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr den Look vom 75er findet, wenn ihr es erkennt. Und Kamera hat einen guten Job gemacht, hat sehr viel Freude gemacht. Und deswegen wollte ich euch einfach ein bisschen teilhaben lassen an diesen Eindrücken, Fotowalk aus Hamburg. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch jetzt was Schönes, werdet und bleibt gesund. Und wir sehen uns die Tage, ihr Lieben. Vielen Dank und tschüss. Say they'll make you a star if you'll just sign your name.